Oh mein Gott, das hat funktioniert. Wir sind unter der Erde. Reis und Gewürz erhalten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man es nachguckt. Doch, klar, hier. Unseren Beutel. 99 mal Reis und Gewürz. Nicht schlecht. Denn das würde im Echten ziemlich viel kosten. Das haben wir uns jetzt gespart. Tim hat schon wieder gecheatet. Oh mein Gott. Und wir sind auf einem Markt. Und hier kann man verschiedene Sachen kaufen. Mit Reis und Gewürzen zum Beispiel. Wir können ja mal gucken, was wir hier so finden. Das Problem ist, es gibt ein paar wichtige Gegenstände und ich weiß nicht, welche das sind. Und naja, ne, das sind halt so ganz bestimmte Sachen. Meistens an diesen Ständen. Armor Ultra verleiht deiner Rüstung strahlende Sauberkeit und reine Stärke. Ich tausche es gegen den Schleifstab. Ja, Schleifstab habe ich leider noch nicht. Ey, hau ab. So. Ich handle mit Rüstung. Was du brauchst, ist ein Granitpanzer. Wenn du einen Juwelenskarabiner hast, das können wir tauschen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir später einen Granitpanzer finden. Hey, ein Amulett des Karon. 30 Reißsäcke. Ja. Machen wir mal. Wir haben ja genug. Warte mal, wie viel Reißsäcke? 30? Oh, dann haben wir jetzt ja überhaupt keinen Reis mehr. Naja, egal. Aber 3 Amulett des Karon. Ja, genau. Naja, gut, das war mal unser Reis. Aber Amulett des Karon, das habe ich jetzt nicht gekauft, damit wir gleich schneller reisen können, sondern weil das später noch wichtig wird. So, gibt es noch irgendjemanden, der was Tolles gibt für Gewürzfasse? Irgendwelche Düfte? Okay, ich will eigentlich hier an den Stand. In 14 Minuten schießen wir. Ja, Gewürze habe ich schon genug. Ja, kauf etwas oder schlage dich, das ist das Geilste. War ich hier schon? Nein. Es gibt da auch ein richtig... Blecheimer, was bringt der nochmal? Wie kann man jetzt nochmal auf die wechseln? Ich weiß gar nicht, wie meine Tasten belegen sind. Ich schau mal gerade, Moment. So, jetzt weiß ich es wieder. Ist aber auch unnötig. Jadereif. Glück in Schlachten. Nee. Eigentlich brauchen wir hier gar nichts, was sie hier anbieten, oder? Oder? Zwei Hühner und ein Juwelenskarabäus und 12 Gewürzfässer. Gott, wo gab es denn Juwelenskarabäus? Weißt du was? Ich schaff das auch so. Ich suche hier lieber ein bisschen noch Sachen ab. Was gibt der denn? Bronzeklaue? Habe ich nicht schon eine Bronzeklaue? Bin mir gar nicht sicher jetzt gerade. Na egal, ich guck erstmal hier weiter. Oh, eine Ziege. Irgendwas Wichtiges gab es hier doch noch. Shit. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, was einzukaufen. Egal, muss ich irgendwann später nochmal machen. Irgendwo gibt es eine Pfandleierin. Seide. Deine Seide kannst du behalten. Denn irgendwo gibt es eine Olle und die gibt einem Geld für Gegenstände. Nö,
Ich weiß nicht mehr wo. Ich verkaufe, glaube ich, Reis. Ja, genau. Wofür brauche ich Reis? Der verkauft auch Reis. Ich weiß nicht mehr, wo die Olle ist. Seide. Es gibt auch eine Karte vom Markt, aber ich bin jetzt voll, um danach zu schauen. Vielleicht war die auch hier unten. Nee. Wo war die denn noch? Die hier war das, glaube ich. Ja. Gewürze habe ich doch eine Menge, oder? Löffel, Rosenwasser oder anderes tauschen. Gewürz, dafür gebe ich dir 700 Juwelen. Gerne. Brauche ich eh nicht mehr die Scheiße. Wie freundlich die doch hier sind. So, jetzt haben wir wenigstens ein paar Juwelen. Also von daher. So. Bevor jetzt hier gleich die Versammlung ist. Gab es hier oben, glaube ich, noch was. Ich bin mir nur nicht sicher, wo. Oh, hier. Nein! Das war falsch! Shit. Denn hier hat mir irgendjemand gesagt, dass man, ja, hier wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Egal, irgendjemand hatte gesagt, dass man hier Zauberperlen finden kann. Aber nur, wenn man vorher noch nichts aufgehoben hat. Keine Ahnung. Egal. Eben nicht. Das wäre ja schon wieder so eine Art Cheat gewesen. So, hier steht jetzt eine, so eine Statue. Und hier sammeln sich jetzt immer mehr Leute an. Moment, steht hier noch keine. Weil hier ja gleich eine Kundgebung ist. Ich wollte aber noch vorher wo rein. War das hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Hier ist Hotel. Ich nix brauche ein Hotel. Ich brauche ein, neue Zauberformel. Aber nur um sie zu finden, nicht um sie zu benutzen. Und dabei kann ich meine alten Formeln, die ich nicht benutze, auch mal gleich ablegen. So, hier ist nämlich eine Spinne. Wenn man der folgt, kriegt man einen Haken. Von dem hier. Was soll das? Ich habe gerade geschlafen. Oh, geschlafen? Sorry. Bist du Vegetarier? Zumindest siehst du so aus. Mickrig, blass, ausgehungert. Ein bisschen Power könnt ihr dir nicht schaden. Jetzt kriegen wir Droge. So. Kennst du Arnold? Ja, ich kenne Arnold. Mit Amulett des Charon. Also übertrieben. Vor allen Dingen, ich habe nicht wirklich so den Eindruck, dass das was bringt. Aber egal. Heilaura. Nee, Quatsch, doch. Heilaura brauchen wir. Schlammbombe brauchen wir nicht. Turboantrieb kann ich mal ruhig drin lassen. Ja, Telekinese bräuchten wir eigentlich, um was zu machen, aber ich habe ja vergessen, den Fervor zu kaufen. Ach nee, Anitamin. Nicht Dingsbums Karon. Sieht nur so ähnlich aus. Gut, aber das brauchen wir nicht. Es ist vollkommen sinnlos. Da können wir lieber hier bei ihm noch was kaufen. Was hat er denn alles? Honig, Halt, Elixier, weiß nicht was. Elfenstaub. Ich glaube, wenn man abkratzt, lebt man trotzdem noch. Deswegen, einen dabei haben ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Oder wie war das gleich? Ach, ich weiß es nicht. Egal, so, was sagen die Typen denn jetzt hier? Wann ist denn die Kundgebung? Kalksteintafel. Nee. Jetzt habe ich ja gedrückt, aber ich habe es ja eh nicht. Naja, der Typ hat nämlich in New Orleans Garabeus, aber scheiß drauf. Wir brauchen es nicht. Wir müssen nur warten, bis die komische Kundgebung anfängt, damit wir das nächste Event sozusagen triggern. Eine schöne Statue. Sieht irgendwie aus wie unsere Hand.
So. Ich laufe einfach noch hier überall rum. Und finde Lehm. Und hier gibt es, glaube ich, noch eine seltene Zutat. So, hier sind Steine. Wenn wir den hochheben, dann würde was passieren. Nur leider habe ich vergessen, den Pfeffer zu kaufen, weil ich das jetzt nicht bedacht hatte. Nein. Das Einzige, was wir dann bekommen, ist ein paar Zauberperlen, glaube ich. Essig. Das findet man normalerweise erst viel später im Spiel, aber jetzt habe ich es mal schon jetzt gefunden. So. Ich habe gehört, wow, wow, wow. So. Wann ist die Kundgebung? So, was sagt er hier? Die Ente, das Ende da, seid gewarnt. Das Ende ist nah. 2012, wir wissen es alle. So. Giggel, Gaggel, Happy, Papi. Hösen, Dösen, Hoppel, Doppel. Ja, ist klar. Wenn man sonst keine Probleme hat, dann... So, und gleich sind nämlich einfach auf Schlag alle weg. Wenn die Kundgebung ist. Römerhelm. Ich denke, nein. Wann ist denn die komische Kundgebung? Müsste eigentlich gleich sein. War das jetzt langweilig? Ich weiß. Weißt du was? Ja. Ich mache jetzt... ich mache dann weiter, wenn die Kundgebung anfängt. Wenn ihr alle weg sind. Dann müsst ihr nicht so lange warten. Also, bis gleich. So, der Markt ist verlassen. Die Kundgebung hat angefangen. Und wir werden uns ebenfalls dorthin begeben. Um Folgendes zu erleben. Heil dir, großer und mächtiger Hundegott. Zu Ehren des heiligen Hundes wird in der Arena eine Kampfveranstaltung stattfinden. Der Gegner des Vollstreckers wird vom heiligen Hund selbst ausgewählt. Wähle, heiliger Hund, wähle den Gegner des Vollstreckers. Ist natürlich klar, was passiert. Weil es ist ja unser Hund. Hure, bist du es? Du bist der heilige Hund? Das ist ja albern. Der heilige Hund hat gewählt. Erwin, bring den Herausforderer in die Arena. Das ist Erwin, mit Muskeln. Ich Erwin, ich stark. Du Tenpin, du gar nichts. Ich bin Erwin, du kommst mit mir. Und jetzt sind wir in der Arena. Du wartest hier. Erwin wartet draußen. So dürfte niemand verletzt werden. Jedenfalls nicht, bevor Vigor da ist. Denn Vigor ist der nächste Endgegner. Der Typ hat einen komischen Humor. Tja. Sei gegrüßt, Fremder. Ich bin Claudonius. Der Berater des neuen Herrschers. Hi, ich bin Tenpin. Aber irgendwas läuft hier schief. Ich bin nämlich gar kein Gladiator. Aber du wurdest ja ausgewählt. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Kämpfe! So sei es. Ich verlasse dich nun. Bereite dich vor. Diese Tür wird sich hinter mir schließen. Wenn sie sich wieder öffnet, ist deine Stunde gekommen. Tja, dann speichern wir mal. Bevor unsere Stunde gekommen ist. Und der Hund kriegt jetzt aufs Maul. Du scheiß Missgeburt! Nein. Wirklich gut, Hure. Da hast du mir schön... Da hast du mir wieder was Schönes eingebrockt. Normalerweise würde ich jetzt vorm Fernseher sitzen und mir Wrestling anschauen. Stattdessen muss ich selbst kämpfen. Das ist uncool. So. Granitpanzer. Seht ihr? Hab ich doch gesagt. Aber nicht nur das. Wir finden nicht nur einen Granitpanzer. Nee. Wir finden... auch noch das hier alles. Wenn man den Weg sieht. Wachs. Wachs. Zauberperle. Zauberperle. Bronzeklaue, Römerhelm. Also gleich nochmal ein bisschen mehr Rüstung. Hui. Hör, was zur Hölle ist das? Achso, das war der Blecheimer. Ah, ja, 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 klar. Blecheimer haben wir auf dem Dings Geschenk gekriegt, genau. Und den haben wir gerade gefunden. Oder umgekehrt. Ich bin mir nicht sicher.
Ne, den haben wir gerade gefunden, glaube ich, den Drummerhelm. So, Bronzeklaue. Ach so, genau, und dem Hund müssen wir natürlich auch noch seinen Halsband anlegen. Was seine Verteidigung auf 42 hochstuft. Und 42 ist lustigerweise ebenfalls eine Lost-Zahl. So. Aber jetzt genug geblubbert. Jetzt wird gekämpft. Und zwar mit Hitzeblitzen. Weil ich ein Noob bin. So. Du wartest hier, Hure. Verstehst du? Mach ja keinen Ärger. Na gut, der Hund, der kämpft nicht mit. Ist ja auch der heilige Hund. Muss aber auch gar nicht. Ich schaff da auch eine. Ziemlich große Arena. Verehrte Damen und Herren, in wenigen Sekunden ist es soweit. Werden Sie Zeuge eines Kampfes um Leben und Tod. Aus dem fernen Panduria, keine Ahnung, der Vollstrecker des Bösen. Verkörperung der dunklen Macht, der begnadete Meister des Infernos, Vigor der Unzerstörbare. Ja, das ist der unzerstörbare Vigor. In seinem kleinen Dings, Bums. Und hier sein Herausforderer. Tenpin der Versager! Und... Gut zu wissen, dass die Zuschauer zu mir halten. Irgendwie erinnert mich diese Szene an die Arena der besessenen Reinigungsdame. Okay, und ich scheine der Putzlappen zu sein. Das war's dann wohl. Nein. So schlimm wird's schon nicht werden. Der Kampf kann beginnen! Achso, ich kann ja jetzt gar nicht so viele Hitzeblitze auf einmal benutzen. Das zieht ihm ja voll wenig ab. Na gut, dann machen wir es anders. Oh. Nicht mich verfolgen hier. Oh, das hat viel abgezogen. Ja, wir müssen uns hinter ihn stellen. Gut, das war noch nicht ganz aufgeladen. Ja, was machst du jetzt? Das hat ihm wenigstens 84 abgezogen. Ich heil mich mal lieber. Nur zur Vorsicht. Also einer der... Aber eigentlich ein leichter Boss, wenn man denn dann... es schafft, hinter ihn zu kommen. Und ihn zu treffen. Schön hier verstecken. Shit! So. Wisst ihr was? Kack drauf, ich verbrauche meine Hitzeblitze. Ich treffe den ja eh nicht. Okay, ich sollte mich heilen, sonst bin ich gleich toast. Herum. Oh, schön den Rücken rein. Oh. Shit, eine Sekunde zu früh. Failure.
Hitzeblitz erreicht Level 6. Jetzt kann er sich warm anziehen. Nett. 1000 Juwelen jetzt noch dazu. Und unsere Geldprobleme gehören der Vergangenheit an. Tenwin hat gewonnen. Tja. Wer hätte es gedacht? Herzlichen Glückwunsch. Wir haben dich unterschätzt, Junge. Nimm dieses Schwert als Belohnung. Drachenköter, Töter erhalten. Und unser Hund ist auch wieder da. Dankeschön, aber können Sie mir sagen, wo ich eigentlich bin und warum bin ich hier? Wie komme ich zurück nach Großostheim? Die Antworten findest du westlich vom großen Fluss. Dort befinden sich die Juwelenaugen der Hundestatue. Mit der Kraft der Juwelen kann dich unser König zurück nach Großostheim bringen. Juwelenaugen? Okay, warum nicht? Tja, wir werden also für seine Zwecke missbraucht, sozusagen. Und das hier ist wirklich mein Hund. Und heilig ist es schon gar nicht. Unser König sagt, dass die Statue mächtige Kräfte hat. Und nur die Augen können bla bla bla. Ja, ja, ich finde die schon für dich. Ich werde diese Augen finden, wenn ich dabei beide Ohren verliere. Mhm. Auf geht's, Hure! Uhu. Hast du die Diamantenaugen schon gefunden, Nummer 2? Noch nicht, Meister. Und jeder hat hier irgendwie eine andere Stimme. Doch ich habe den Abenteuern in der Stadt und Fluss eine Belohnung angeboten. Was? Du lässt diese zurückgebliebenen Bauerntölpel nach den Juwelen suchen? Diese Mission ist äußerst wichtig. Und nicht von tumpen Proletariat zu bewältigen. Okay. Dieser Junge sucht auch nach den Juwelen. Wenn er sie findet, wird er sie hierher bringen. Ja, ja. Wir hatten schon einmal Probleme mit diesem kleinen Störenfried Nummer 2. Sorgt dafür, dass es nicht noch einmal passiert. Und halte diesen Hektor von der anderen Flussseite da heraus. Jo, das war ein komisches, sprechendes Gesicht. So. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Hinter der Wüste wartet Kotzkühl auf uns. Wir sollten den Fluss überqueren. Bla bla bla. Machen wir auch. Nur vorher muss ich noch hier was anderes machen. Achso, ne, hab ich ja schon angelegt. Denn... Essig? Essig? Du meinst Essig? Wie viel ist Essig? Na, Lambok mal wieder. Essig? Oh Mann. Nein, ich wollte noch was nachprüfen. Was mir ebenfalls erzählt wurde. Gucken, ob es stimmt. Normalerweise müsste man hier reinkommen. Na, vielleicht auch erst später. Wieso darf ich hier nicht rein? Ne? Na egal. Dann ist das wohl doch erst später. Was? Eine redende Statue, auch nicht schlecht. Das hat doch irgendwas zu sagen. Hab ich auch noch nicht erlebt. Die anderen können nämlich nicht reden. Na, ich wette, hier hätte ich die Diamantenaugen, die Perlen gefunden, wenn ich vorher nicht noch was aufgehoben hätte. Tja, leider zu spät. Gut. Dann werden wir uns jetzt nach Kotzkrübel, ich weiß es nicht, werden wir uns jetzt aufmachen und sobald ich da bin, muss ich auch schon gleich wieder zurück, denn ich möchte die, nein. Ist das? Ich scheiß auf diese Zauberperle da. Weil ich kann euch genau was sagen, was passiert, wenn man den Stein da hochhebt. Da kommt der Erwin an und sagt, niemand ist so stark wie Erwin. Und dann nimmt er den Stein, schmeißt ihn weg und der landet genau da unten. Und ja. Ne? Versteht er schon. So, ich laufe jetzt erstmal zurück und man sieht sich. Ja, genau. Wann sieht man sich wieder?
Auf jeden nicht mehr heute, weil ich die Sachen jetzt erstmal abrennen muss. Ich habe ja schon wieder mega lange gespielt. Und deswegen machen wir dann beim nächsten Mal weiter und wir geben uns dann auf die Suche nach den Diamantenaugen. Ja. Aber das soll jetzt erstmal reichen. Von daher sieht man sich das nächste Mal. Wann das nächste Mal ist, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich übermorgen oder so. Ja, übermorgen ist am wahrscheinlichsten. Von daher, du Scheiß. Spinne. Und tschüss. Sieht man sich dann beim nächsten Mal wieder in ein paar Tagen wahrscheinlich. Bis dahin, alles Gute.